Diagnose Diabetes, der Podcast über Diabetes mit den Antworten auf deine Fragen mit Silvia Hahn. So, es geht los, ja, mit der nächsten Episode für meinen Podcast Diagnose Diabetes, was jetzt? Und heute bin ich hier in einer Apotheke zu Besuch und es gibt Infos rund um Diabetes direkt von einem Apotheker. Ja, ich sitze nämlich hier in der Zentralapotheke in Singen mit dem Inhaber Johannes Danassis und ich möchte dich, Johannes, ganz herzlich hier zu dieser Folge begrüßen. Vielen Dank, ich freue mich. So, ja, wir kennen uns schon bereits seit über 20 Jahren inzwischen. Wir haben einen Kontakt ein bisschen zwischendurch jetzt etwas verloren, aber ja, das heißt ja nicht, dass man ihn wieder aufnehmen kann. Genau. Ne? So, und das habe ich natürlich getan, gerade beim Thema Diabetes. Und umso mehr freue ich mich natürlich, dass du, Johannes, sofort zum Gespräch hier über das Thema zugesagt hast. Und liebe Hörerinnen und liebe Hörer, gerne möchte ich noch kurz, bevor es zum Thema Diabetes losgeht, etwas natürlich zu Johannes auch sagen. Denn wenn ich Zentralapotheke in Singen höre, verbinde ich dies immer mit dir, Johannes. Du bist seit vielen, vielen Jahren in diesen Räumlichkeiten hier zu finden. In der Apotheke wird hier umfangreich zu Gesundheitsfragen beraten. Ihr stellt individuelle Präparate für eure Kunden her und prüft bzw. optimiert sogar auch gegebenenfalls die Medikation. Ja, ihr habt euch auf die Fahne geschrieben, den Kunden zu helfen, gesund zu leben und gesund zu bleiben. Die Beratung und Betreuung ist selbstverständlich persönlich, freundlich und fachkundig und ihr seht das auch als eure Berufung an. Ja, die Atmosphäre hier merkt man natürlich, die spürt man hier bei euch in der Apotheke. Ja, und wir sind jetzt, oder habe ich was vergessen, bevor wir jetzt durchstarten? Sehr gut. Wunderbar. Sehr gut. Ich hätte es nicht besser machen können. Sehr, sehr gut. Das freut mich jetzt. So, und wir sind heute zusammengekommen, ja, um über das Thema Diabetes natürlich zu sprechen. Mhm. Und die Diagnose Diabetes erhalten natürlich die Kunden, also auch deine Kunden, meistens natürlich in der Arztpraxis. Und manchmal als Zufallsbefund, wenn die schon mal mit Symptomen kommen, dann ist es schon sehr weit fortgeschritten. Ja, und dann kommen sie meistens zu dir in die Apotheke dann natürlich auch. Und ich weiß nicht, kannst du uns einfach mal erzählen, wie die Patienten zu dir kommen? Weil wissen die Patienten denn genau, was die Krankheit bedeutet, ja, was Diabetes ist, was sie tun können oder auch tun sollten? Und ja, oder sind sie vielleicht eher verunsichert und haben viel offene Fragen vielleicht? Es ist so, die Patienten erfahren meistens durch uns, dass sie eventuell Diabetes haben, weil wir den Patienten sagen, möchte sie nicht mal ihren Zuckerwert messen, einfach so zur Information. Mhm. Und da haben wir aber oft diese Erlebnisse gehabt, dass der Zuckerwert natürlich sehr hoch war. Und wir sagen das natürlich den Patienten, sie sollte dann mal zum Arzt gehen, das zu überprüfen lassen. Ich sage, ja, mir tut nichts, es tut nichts weh, also ich spüre nichts. Dann sage ich, also gehen Sie mal zu Ihrem Arzt, lassen Sie das überprüfen. Und meistens, wenn die Patienten dann wiederkommen, dann sind sie sich schon im Klaren, dass das eine schwerwiegende Krankheit ist, was sie da haben. Am Anfang merkst du natürlich da wenig davon. Das kann man normalerweise auch mit normalen Medikamenten, orale Diabetika, kann man das behandeln. Ja. Wenn das natürlich schwerer sein sollte, geht es natürlich dann schon in die Insulinpflicht und in die Insulinspritze. Und da haben die Leute einen furchtbaren Horror davor. Sich selbst zu spritzen, das ist immer nur so eine Sache, das geht ganz selten in die Köpfe rein dann. Obwohl es eigentlich schon sehr fortschrittlich ist. Sehr fortschrittlich ist es. Ja. Man kann heute durch die Insuline sehr genau dosieren oder sowas. Man kann auch, wenn man mal über die Stränge schlägt oder sowas, kann man das wieder ausgleichen. Das kann man mit Tabletten eigentlich nicht machen. Mhm. Wenn du jetzt aber gerade gesagt hast, Blutzuckermessung. Also ihr macht Blutzuckermessung und auch hier in der Apotheke? Wir machen hier in der Apotheke Blutzuckermessung und empfehle das manchmal auch den Kunden. Gerade wenn wir jemanden Blutdruck messen, sagen wir gerade mal den Zucker messen, auch zur Information. Wir fragen dann, ob er nüchtern ist oder ob er schon was gegessen hat. Das kann man dann auch ein bisschen einschränken dann oder kann man den Wert ein bisschen einschränken. Ja. Und es ist halt dann so, dass man da oft halt Leute erwischt hat, das kann man sagen, wo der Zucker halt wirklich sehr hoch war. Ja. Die das selbst aber nicht bemerkt hatten. Wir fragen dann meistens, ja, haben Sie das, können Sie sich vorstellen, sind Sie öfters mal aufs Klo gelaufen, waren Sie oft mal pinkeln oder haben Sie einen Heißdurst gehabt oder so irgendwas? Und dann sage ich, ja, das habe ich schon manchmal gehabt dann und so. Und dann sage ich, also, ab zum Arzt das abchecken lassen und dann praktisch dann sich medikamentieren lassen. Die ignorieren denn in dem Falle erstmal die Symptome? Also, wenn du keine Schmerzen hast,
dann nimmst du sowas nicht wahr. Ja. Das ist das Problem. Das ist beim hohen Blutdruck genau das Gleiche. Mhm. Da merkst du auch nichts. Mhm. Ich hatte da unten schon Leute sitzen, die hatten einen Blutdruck von 260 zu 130. Hatte keinen Kopfschmerzen, keine Sehschwierigkeiten, gar nichts. Mhm. Aber das merke ich nicht. Ja. Das ist halt das, eben das Gefährliche an dieser Krankheit. Das Gefährliche, ja. Und wenn Sie heute sehen, dass 2,5 Millionen Menschen in Deutschland leben, die Diabetiker sind und es noch gar nicht wissen, ja, dass sie das sind, dann sehen Sie, was da noch für Probleme wahrscheinlich auf das für unsere Gesundheit dazukommen. Mhm. Ja, das glaube ich, ja. Also, aber ja, und jetzt kommen die, also die wissen das jetzt, die gehen dann die zum Arzt, lassen das prüfen, ja, und kommen dann ja wahrscheinlich irgendwann mal wieder zu euch. Die kommen wieder zu euch. Mit dem Rezept, genau, die kommen mit dem Rezept zu uns. Da steht dann die gängige wahrscheinlich orale Antidiabetika drauf. Wir informieren die dann, wie sie die nehmen müssen. Mhm. Und dass sie die regelmäßig nehmen müssen, dass sie das also nicht vergessen sollten, einmal was eine nicht zu nehmen oder sowas, dass da immer ein richtiger Spiegel im Blut ist. Und dann sehen die Leute, und wir bieten denen natürlich auch das regelmäßig mal zu messen. Ja. Die meisten haben dann eigene Blutzuckermessgeräte. Mhm. Das kann heute jeder selbst zu Hause messen mit einem Blutzuckermessgerät. Ja. Und wir sagen denen dann auch, tun sie morgens nüchtern den Wert messen. Das ist der wichtigste Wert des Tages. Mhm. Messen sie den. Und dann tun sie eventuell 2 Stunden, nachdem sie was gegessen haben, nochmal messen. Mhm. Dann haben sie auch einen Wert, wo man einschätzen kann, wie sich der Zucker entwickelt. Ja. Und das machen die Leute dann aber schon konsequent. Mhm. Weil die haben dann schon den nötigen Respekt vor der Krankheit. Ja. Wenn du jetzt sagst, also nüchtern Wert, heißt es denn direkt nach dem Aufstehen messen oder denn tatsächlich kurz vorm Essen? Also weil viele frühstücken ja zum Beispiel nicht. Also direkt nach dem Aufstehen. Direkt nach dem Aufstehen würde ich den Wert muss ich messen. Mhm. Das ist ein sehr aussagekräftiger Wert dann. Okay. Weil der Insulinstoffwechsel, der findet nachts auch statt. Natürlich geht hoch und runter. Ja. Und wie gesagt, wenn der Wert also zwischen 70 und 120 sein sollte, ja, dann ist das ein normaler Wert. Okay. Dann besteht da kein Bedenken. Mhm. Sollte der natürlich morgens einmal auf die 150, 160, 170 sein, da müsste man dann schon was unternehmen. Mhm. Okay. Wenn du jetzt mal so dran denkst, jetzt eben, der kommt jetzt hier mit seinem Rezept und nehmen die denn die Tabletten einfach mit und sagen, ja, okay, kein Problem, mache ich? Ja, wir haben meistens einen Medikationsplan dann vom Arzt bekommen, wie sie das einnehmen sollte. Wir überprüfen das nochmal und sagen denen halt dann, sie sollten genau sich dran den Medikationsplan halten, weil es ist wichtig für sie. Okay. Und meistens funktioniert es auch so, dass dann mit oralen Antidiabetika, sagen wir mal 2-3 Jahre, das ganz gut funktioniert. Mhm. Wenn es dann aber immer wieder diese Ausreißer gibt oder sowas, dann wird es wahrscheinlich nicht umhingehe, dass eine Insulinpflicht dazukommt in dem Fall. Es gibt ja mittlerweile auch heute hoch Top-Insuline, muss man sagen, die also wirklich ganz genau wirken und nicht mehr so wie früher nur das Schweineinsulin und Rinderinsulin gibt. Also ist wirklich top, top ausgerüstet. Ja, super. Ja, ist ja schön, wenn es Möglichkeiten gibt, natürlich, ganz klar. Ich meine, die Typ-1-Diabetiker brauchen das natürlich. Die brauchen auch das natürlich, klar. Typ 2 hat immer noch die Möglichkeit, auch selber was zu tun in dem Falle. Das stimmt. Es gibt ja einem auch Folgeerkrankungen, was die Diabetes betrifft. Wenn ich dich jetzt fragen würde, welche Folgeerkrankung fällt dir jetzt ganz spontan im Moment auf jeden Fall da dazu ein? Viele Diabetiker kommen natürlich, wenn sie, sagen wir mal, seit 5-6 Jahren an Diabetes leiden, kommen mit dem Krankheitsbild Polyneuropathie. Ah ja, ja, das müssen wir vielleicht für die Hörer und Hörerinnen vielleicht noch erklären. Das geht meistens, die meisten Diabetiker haben das in den Beinen. Mhm. Das sind Nervenschädigungen, die durch den erhöhten Diabetes entstehen und die meistens irreversibel sind. Ja, also die Füße und Beine. Füße und Beine, Hände kann auch dazukommen, klar. Mhm. Und das ist eine Langzeitschädigung. Mhm. Und wie gesagt, man kann das sehr schwer behandeln. Man kann das am Anfang noch mit B-Vitaminen, mit vor allem mit B-Vitaminen kann man es behandeln. Ja. Und natürlich durch Bewegung. Durch Bewegung, dass die Beine immer durchblutet sind und sonst was, das geht also schon. Ja. Aber wie gesagt, das ist halt eine schwerwiegende Krankheit, Polyneuropathie. Ja. Das ist natürlich dann
ja, schon schwierig, ja, natürlich, wenn nach so vielen Jahren natürlich, ja, dann auch solche Erkrankungen dann auch auftauchen. Es gibt noch andere Schädigungen, natürlich Gefäßschädigungen, mhm, durch den erhöhten Zuckerwert natürlich. Ja. Man sagt ja, ab 160 ist ein Diabeteswert gefäßschädigend. Mhm. Gefäßschädigend heißt das dann halt eben auch zum Teil Folge Herzinfarkt, mhm, Durchblutungsstörungen, praktisch in den Ohren, in den Augen oder sowas, ja, dass die Sehschwäche abnimmt und so Sachen, weil mikrokleine Gefäße praktisch verstopft sind oder zerstört sind. Ja, also auch gerade jetzt Raucher haben natürlich doppelt gefährdet mit Rauchen und Diabetes. Ne? Wenn natürlich, natürlich erhöhtes Gewicht dazu kommt, ja, auch noch dazu kommt, das ist natürlich sehr gefährlich. Mhm. Ja, die Infos sind ja schon echt, also wieder Wahnsinn. Niederschmetternd. Eine Frage habe ich noch an dich, Johannes. Ja. Und zwar, du bist, wenn ich das jetzt verraten darf, selber von Diabetes, ja, betroffen. Hier habe ich die Frage, möchtest du hier vielleicht nochmals in einer weiteren Episode mit mir darüber sprechen? Gerne, würde ich sehr gerne machen. Super, und zwar eben vielleicht auch, welche Erfahrungen du vielleicht, ja, gemacht, ja, hast mit der Erkrankung, ja, ne? Weil welche Tipps du vielleicht für den ein oder anderen Betroffenen hier vielleicht hast, um eben auch solche Folgeerkrankungen, wie wir sie jetzt gerade auch hatten, mit Polyneuropathien oder Herz- oder Gefäßerkrankungen einfach vielleicht auch vorzubeugen. Vielleicht, dass der ein oder andere Hörer, Hörerin da was mitnehmen kann. Also ich habe mein Leben lang schon mit Diabetes zu tun, weil die Familie mütterlichseits sind alle an Diabetes erkrankt. Mhm. Also die Geschwister meiner Mutter waren alle diabeteskrank. Ihre Mutter, meine Oma, war diabeteskrank und sind alle an dieser Krankheit gestorben. Manche etwas früher, manche etwas später. Mhm. Aber ich war natürlich schon immer mit dieser Krankheit konfrontiert und habe halt immer gedacht, ich habe noch zwei Geschwister, aber ich habe gesagt, irgendeinen von uns wird es uns auch mal treffen. Und es hat mich natürlich getroffen. Ich war natürlich noch prädestiniert. Ich war übergewichtig, mhm, und lebe jetzt seit 10 Jahren eben praktisch mit meiner Krankheit. Mhm. Und habe das eigentlich aber ganz gut im Griff und habe am Anfang eben praktisch mit orale Diabetika das behandelt und spritze mittlerweile Insulin, mhm, einmal, okay, am Tag. Mhm. Du kommst aber gut klar damit. Ich komme gut klar, ich mache natürlich sehr viel Bewegung, das, ja, fördert natürlich auch, mhm, das, die Heilung. Was Heilung gibt es eigentlich nicht. Die Remission aber in dem Fall, das, genau, Nachlassen, genau, des Blutzuckers oder der, mhm, Erkrankung. Ja. Hier, aus deiner Familie, die einen sind früher oder die anderen sind später, mhm, da jetzt eben verstorben auch mit dieser, mhm, Erkrankung. Heutzutage muss man in Corona-Zeiten ja immer aufpassen, ob man mit oder an der Erkrankung sagt, genau, oder durch. Also da bin ich ja schon ganz vorsichtig. Aber was auch mir schon immer aufgefallen ist oder wo eben auch in dem Ganzen immer so zu tragen kommt, früher wurden die Menschen gar nicht so alt, so um diese Folgeerkrankungen tatsächlich jetzt, was Diabetes, ja, betrifft, überhaupt zu bekommen. Und das finde ich heute auch werden die Menschen natürlich viel älter, ja, das ist klar. Der, genau. Das, wenn man so diese Kurve anschaut, das ist, mhm, ist schon, das kommt zum Grübeln. Ja, genau. Also, dann würde ich sagen, wir machen eine weitere Episode dann einfach nochmal mit, gerne, dir, wo du uns darüber nochmal berichtest. Super, da freue ich mich jetzt schon drauf, bin schon ganz gespannt, bin schon ganz neugierig. Und liebe Hörerinnen, lieber Hörer, du hast es gehört, ich darf Johannes nochmals in einer weiteren Episode hier begrüßen. Und da sieht man dann auch eben, dass viele Menschen einfach mit dieser oder von dieser Krankheit betroffen sind. Und lieber Hörer, liebe Hörerin, du bist nicht alleine. Ne? Ich freue mich, wenn du einfach aus jeder Episode hier mit Johannes was mitnehmen kannst, mhm, für dich dabei sein kannst und dir da diese Informationen eben auch mitnehmen. Und ich möchte mich jetzt hier bei dir, Johannes, für diese Episode hier natürlich bedanken, für die Informationen, die du uns hier gegeben hast. Und schön, dass du dir die Zeit nimmst, hier nochmal eine Episode mit uns zu machen und deine Erfahrungen zum Diabetes mit uns teilst. Ja, und jetzt bin ich natürlich schon, wie gesagt, ganz neugierig drauf und wir freuen uns auf die neue Episode mit Johannes. Gut, vielen Dank. Herzlichen Dank, dass du heute wieder mit dabei warst. Wenn dir diese Episode gefallen hat,
freue ich mich auf deine positive Bewertung. Du hast Fragen rund um das Thema Diabetes? Dann schreib mir gerne eine Nachricht. Meine Mailadresse lautet diabetes@silvia-hahn.de. Ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist, wenn es heißt Diagnose Diabetes, was jetzt?